Ah, das ist Mutterherz, ne? Ja. Wir sind hier direkt vor Mutterherz. Der Grund, warum wir überhaupt jahrelang mit Rost trainiert haben. Wir hätten ja auch sonst einfach nur Beeren sammeln können. Aber nein, da gab es einen Grund. Ja, das ist typisch Con. Studiert Germanistik und kann nichts aussprechen. Wobei, Assassin wäre ja in dem Fall Englisch. Und ich studiere ja Germanistik und nicht Anglizistik. Boom! Aloy, wir müssen reden. Ach du Scheiße. Das heißt nie Gutes. So. Es ist Zeit. Bist du bereit? Ja, denke schon. Es ist lauter, als ich dachte. Du warst noch niemals so nah dran. Aus der Nähe wirkt alles größer. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Jetzt geht's los. Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann. Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Was wird mich dort drin erwarten? Die Leute dort werden feiern. Es sind mehr, als du jemals gesehen hast. Kein anderes Dorf ist wie Mutterherz. Dort ist der Sitz der Erzmütter. Das Zentrum der Nora. Ein Juwel des Heiligen Landes. Lass dir Zeit. Irgendwann gefällt's dir. So wie mir. Als ich noch zum Stamm gehörte. Bist du sicher, dass sie mich reinlassen? Wie gesagt, Aloy. Das Gesetz erlaubt ausgestoßenen Kindern die Erprobung. Wer besteht, wird zum Krieger und ist kein Ausgestoßener mehr. Ich weiß schon. Aber nicht jeder folgt dem Gesetz wie du, Rost. Hab Vertrauen, Aloy. Der Stamm respektiert dein Recht. Das ist aber tatsächlich eine kluge Einsicht, dass da nicht alles Gold ist, was glänzt. Ich bin jetzt bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Nimm das. Als Andenken. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich brech damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mal mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Boah, das ist echt hart. Dann auf nimmer Wiedersehen, ich verstehe. Nein, ist es nicht. Ich kann Spuren lesen. Wo du auch hingehst, ich folge dir. Dieses Mal nicht. Diesmal. Und jedes Mal. Ich trage das hier, wenn ich dich finde. Die Urmutter segne dich, Aloy. Und dich. Ich muss ihn gehen lassen. Das ist hart. Zuerst bittersüß, aber hart. Danach werde ich nachsehen, wohin seine Spur führt.
kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Platz da! Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht hier offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist Tirsa? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. Du, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Kaja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Kaja hassen. Kaja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schütze dich. Was ist hier nur los? Gut, rede mit deinem alten Freund. Ich habe das Gefühl, das könnte Tab sein. Oh, wir bedanken uns ganz herzlich bei Pat fürs Hosten. Herzlich willkommen, Pat. Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich dir. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Na, keine Hobbyseiten hier. Ja, ich glaube, Meta hat einfach nur zwei Buchstaben um einen Punkt herum gesetzt. Und das sieht der Bot da manchmal als Link an. Das ist also Mutterherz. Feuer! Kurz. Wenn wir schon gerade dabei sind, können wir die manuelle Steuerung einmal benutzen. Die manuelle ist auch schon eine Weile her, ne? So. Rede mit dem alten Freund. Schauen wir doch einfach mal. Aloy! Du bist es, oder? Hier drüben! Er steht direkt vor mir. Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tab ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich, eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Yeah! Nora Kriegerin, Nora Überlebende leicht. Stille Nora Jägerin leicht, Nora Beschützerin leicht, Stille Nora Jägerin mittel. Das haben wir jetzt alles bekommen. Tatsache. Schauen wir uns das doch mal an. Absteigen, sortieren, kaufen. Ach so, wir kriegen nur dieses eine Geschenk. Den Rest müssen wir kaufen. Ausrüsten. Ja, den Rest müssen wir kaufen. Ah. Ich find's. Boah, das sieht geil aus. Das hat auch so ein bisschen was von Rust mit diesen Maschinenplatten auf der Brust und auf dem Knie. Genau, Nora Kriegerin. Da haben wir auch die Metallplatte auf dem Arm. Ja. Das scheint dir perfekt zu passen. Boah, geil. Danke, Tab. So etwas habe ich noch nie besessen. Ach, es ist deins.
Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut, ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Kaja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Nice. Ja, es wird auch schon gesagt, kauf die Rüstung, Con. Die bekleiden sich mit allem, was sie finden. Metas auch ganz atemlos, dieser Bug war bei Gronkh auch. Der werde ich zeigen. Ach, mir da gibt es doch zu, dass Sharks nur eine Scheinfrau ist. Um 11:40 kommt der erste Pokémon von auf Nick. Oho. Link verschlüsselt. Pat, mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Freut mich, dass es dir gut geht. Also ich muss sagen, mir gefallen diese Maschinenteile an der Rüstung. Ich finde, das sieht echt cool aus. Das hat mich auch schon bei Rust so fasziniert. Cool. Gut, wir sind nur eingekleidet. Aha. Wo ist er hin? Er sollte doch noch raus geworden. Toller Freund. Wenn die ein bisschen näher wären, dann könnte ich denen irgendwie so einen Schein. Okay, lassen wir das. Wir haben noch keine 22 Uhr, ne? Nun denn. Ach, wie sie klatscht, die Rechte. Boah, die Grafik ist echt Wahnsinn. Da sieht man aber, wie sich eben der lange Entwicklungs- und der lange Zeitaufwand während der Entwicklung echt bemerkbar machen. Blade macht einen Delfisch, oh Con. Komm da runter! Du bist schon betrunken! Musst du auch noch auf Häuser klettern? Oh, ich soll anderen nicht aufs Dach steigen, was? Die Kaja unseren Stamm angetan haben? Urmutter, gib mir Kraft. Komm da runter! Sofort! Müssen wir ihm helfen? Das könnte dir so passen, was? Dass ich runterfalle? Ich will, dass du da runterkletterst! Du willst, dass ich niemanden Spaß habe! Gut! Bleib doch die ganze Nacht auf dem Dach! Ja, mach ich! Unglaublich! Liebe Frauen... Jack, der Kletterer. So heiße ich nicht. Sollte ich. Ja, liebe Frauen, an dieser Stelle, wenn ihr gerade zuseht, das passiert, wenn ihr 20 Jahre mit einem und demselben Mann zusammenbleibt. Überlegt euch das gut. War ich nicht, hätte klappen können. Und wir sehen nicht alle so gut aus wie der da oben. Das interessiert mich jetzt aber. Ich will mal kurz gucken, ob wir dem helfen oder ihn da wenigstens runterschubsen können. Ich bin voll, aber egal. Ich klettere trotzdem am besten. Ich mag den Kerl irgendwie. Man kann ihn nicht schubsen. Schade. Wer ist Kletterer? Der Beste? Jack, jawohl. Geil. Klingt wie bei Civilization 5. Der Salzmann ist wieder da. Willkommen zurück, Tora. Play macht Punkt, Punkt, Punkt. Tora streut Salz. Tora, unterlassen Sie das. Salty Man. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Am Anfang kam alles... So, Kinder, Ruhe im Chat. Oma erzählt vom Krieg. Zuhören. Eben von der Urmutter. Menschen, Maschinen, Tiere. Es waren alle ihre Kinder. Sie lebten friedlich nebeneinander, im Schutz ihres Beckens. Aber einige wurden rastlos. Obwohl sie von ihrer Fülle lebten, wollten sie mehr. Das waren die Ungläubigen. Die Maschinen hatten ihnen eingeflüstert, dass sie ihnen dienen würden, um ihnen eine bessere Welt zu erschaffen, besser als die der Urmutter. Eine Welt aus Metall. Sie sagten den Ungläubigen, dass sie die ganze Arbeit für sie machen würden, sie ernähren
ihnen Schutz geben, ihnen ein leichtes Leben im Überfluss verschaffen würden. Und so gingen die Ungläubigen und nahmen die Maschinen mit. Nur die wahren Kinder, die Mütter und Väter der Nora, blieben bei der Urmutter. Zunächst hielten die Maschinen ihr Versprechen. Sie bauten Städte, groß und schrecklich, Monumente ihrer Sünden. Aber sie dienten den Ungläubigen nicht lange. Unter den Maschinen erhob sich ein König, eine Maschine, die mächtiger als jede andere war. Der Metallteufel. Und dann dienten die Ungläubigen ihm. Sie dienten den Maschinen. Aber das reichte dem Metallteufel nicht. Er wollte, dass alle ihm dienen und versuchte, die wahren Kinder von der Urmutter wegzulocken. Sie wollten nicht gehen. Sie versammelten sich am Berghang, um sich an sie zu klammern und beteten, hingebungsvoller als je zuvor. Der Metallteufel wütete lauter als der Donner. In seiner Wut wollte er die Urmutter herausfordern und sie töten. Aber sie vernichtete ihn. Für immer. Wie ihr wisst, denn sein lebloser Körper liegt immer noch dort, starr und schändlich. Die Maschinen wurden über den Tod ihres Königs wahnsinnig und wurden zu wilden Bestien. Die Ungläubigen verließen ihre Städte und mussten fortan ohne die Hilfe der Maschinen durch die Welt ziehen. Nur wir waren und sind die wahren Kinder der Urmutter. Wir haben all das hier mit den Händen erbaut, die sie uns geschenkt hat. Die Maschinen müssen gejagt werden. Metall soll immer Schrott oder Material sein, aber nie etwas, das angebetet wird. Und wir halten uns an ihre Gesetze und sind entschlossen in unseren Gebeten, nicht wahr? Denn die Gefahr ist nie vorbei. Die Ungläubigen beneiden uns noch immer um unser heiliges Land und begehren es. Und von Jahr zu Jahr wächst die Wut der Maschinen. Sie suchen nach kleinen Nora-Jungen und Mädchen, die nicht brav gewesen sind. Was? Ist da eine Maschine unter uns? Nein, nein. Meine alten Augen haben sich getäuscht. Schön. Jetzt hört genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Am Anfang kam alles Leben von der Urmutter. Ja. Menschen. Maschinen. Also Kinder, ihr habt gehört, ne? Blade hat's gesagt, ein Reaper wollte also die Menschen kontrollieren. Ich kann da aber nichts für. Aloy, hier drüben. Oh, ich wollte gerade sagen, den kennen wir doch. Das ist Karst. Komm mal her, Aloy. Karst? Was machst du hier? Vorsicht, tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Also, Mutterherz. Ich dachte, du liebst die Wildnis. Tja, ein Mann kann nicht immer allein trinken, oder? In Wahrheit fühle ich mich manchmal einsam. So, ich habe es gesagt. Verachte mich nicht. Ich werde es dir nicht vorhalten, wenn du mir Rabatt gibst. Ja, du bist doch... War ein Witzcast. Schön, dich zu sehen. Werd bloß nicht zu nett. Ah, wir können mit Cast noch handeln, aber eigentlich haben wir im Moment alles. Wobei, doch, das... Kein Umtausch möglich. Geht's kaputt. Dein Pech. Super, danke schön für das. Ich wollte gucken, ob wir irgendwas verkaufen können, ob wir von irgendwas zu viel haben. Zurückkaufen können wir, aha. Ne, das ist kaufen. Wir wollen verkaufen, so rum. Die Modifikationen könnten wir verkaufen. Abriss, Schaden, Feuer, ey, das ist gut. Also für unsere Verhältnisse gut. Eis und Schaden, Eis, das können wir verkaufen, weil das ist nur Eis. Nahkampfschutz, komm, weg damit. Feuer. Die beiden würde ich behalten. Wobei. Das behalte ich. Was können wir noch verkaufen? Im Moment nicht viel, ne?
Rohstoffe könnten wir verkaufen. Wie viele haben wir denn jetzt dabei? Wir haben 24 von 50, was Kapazität betrifft. Aber wie funktioniert denn das jetzt? Nehmen wir mal an, ich habe hier zwei Schnellreisepakete. Wenn ich eins benutze, nimmt mir das andere Schnellreisepaket dann trotzdem noch einen Slot weg? Ich glaube schon. Also müsste man... Ja, ich muss die Sachen irgendwie einfach vernünftig verbrauchen, glaube ich. Ist ja aber auch im ersten Moment nicht wild. Diese ungewöhnliche Maschinenteile kann nur vom Läufer erbeutet werden, das beim Händlern begehrt. Der gibt mir dafür also Scherben. Ist das richtig? Also könnte ich das jetzt verkaufen? Geschäfte mit Händlern. Verkauf gegen Metallscherben. Ja, das kann ich verkaufen. Ist halt die Frage. Ja, Tatsache. Ja, komm, Läufer finden wir noch so oft. Wächter sowieso. Ja, man kann sogar mehrere verkaufen, sehe ich gerade. Plünderer, die behalten wir erstmal. Insgeheim ist Con in einer geheimen Organisation. Psst. Nicht verraten. Siegezahnärzte, das behalte ich auch erstmal. Gut. Bis demnächst, Cast. Viel Glück. Ach ja, Con, ich habe eine Verbindung zwischen Horizon Zero Dawn und Warframe entdeckt. Grata, Grakata. Da bin ich ja gespannt, lieber Tora. Das Symbol wird uns jetzt permanent angezeigt, ne? Weil er wahrscheinlich Händler ist. Gut. In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Geschrieben und Versklaver! Nora und Versklaver! Hey, lass das sein! Nora Gläubige, lass das sein! Ich bin Osseran, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötet ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Ja. Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit. Geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Was ist denn der Kraft? Er trägt einen Fokus. Genau wie meiner. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte! Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, sein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden?
Sein Name ist Olin? Wer ist er? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Und nichts für ungut. Hier steht er toll. Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ringverbunden, aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Was weißt du noch über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Alter, die Synchro Swift Rage. Cooler Ticken gibt immer noch. Ja, eine Sache ist interessant, ne? Die Karja und die roten Raubzüge, das hören wir uns auch nochmal an. Wenn die Karja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein Schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Karja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Warst du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ich war eine Ausgestoßene, gemieden vom Stamm. Oh. Ja, die Nora machen sowas. Grausam, wenn du mich fragst. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote. Alter Schwede, da kommen immer mehr Fragen auf. Und wie groß ist Meridian? Wie ist es da? Wo soll ich da anfangen? Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn es ums Bauen geht, die Karja sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken, als es hier Straßen gibt, und Häusern groß wie Berge. Und ihr gegenüber steht der Turm, wie eine Klinge des Himmels, und reflektiert die Sonne. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Das ist eine Herausforderung. Oder eine Einladung. Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid, ich dachte, alle wüssten das. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen.
Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, sie sagen es nicht. So ein Unfug aber auch, dass die Maschinen uns nicht erzählen, wie wir sie töten können. Also, was ist passiert? Wie kam es zum Ende? Der Sohn des verrückten Königs vereinte Kerja-Rebellen und Osseram-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt dein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Awad gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen. Sogar Nora-Verbannte. Du solltest vorbeikommen. Deine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Ha! Entführt, ja, aber geopfert? Nein. Ein paar Kaja können Ersha nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ernannt vom Sonnenkönig selbst. Wie hat sie überlebt? Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder drei. Oder du kommst nach Meridian und fragst sie selbst. Ihr würdet euch sicher mögen. Ihr seid beide direkt. So kann man das auch bezeichnen. Direkt. Krieg der Maschinen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Sonnengott die Maschinen baut oder sie auf seine Seite zieht und sagt, wir wollen Frieden, damit man ihm glaubt, aber in Wirklichkeit einfach die Weltherrschaft haben möchte. Moment, das ist eigentlich ein Auslöschungskrieg zwischen Menschen und Maschinen. Mastermind. Ja, also ich bin auch schon sehr gespannt auf Meridian und vor allem auf diesen 14. König. Bin ich sehr gespannt. Wer sind die Osseram? Das ist mein Stamm, weit im Nordwesten. Wir können 3 Dinge. Streiten, Stahl schmieden und brauen. Und Freibeuter, was sind die? Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner, also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Awad hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. Erzähl mir mehr über die Störung. Die Maschinen. Vor 15, 20, wenn sie ein... Es war schwer, sie... Aber da und jetzt noch ein paar Jahre, als ob das noch nicht... Wie der Sägezahn? Ja, vor... Und wie kommt... Das weiß niemand. Gut, das hatten wir schon. Ich hätte dann noch mal eine Frage an dich. Frag ruhig. Wir haben alles. Nee, wir haben noch was über Olin offen. Also es wird offen angezeigt, man sieht das unten. Aber ich glaube, das ist wie gerade eben, das wird dann eben nur ein bereits geführtes Gespräch sein. Erzähl mir mehr über Olin. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte. Hatten wir schon gut. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja. Hör mal, es geht mich eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug. Du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Natürlich wird Bast gewinnen. Erend oder Erend. Ich habe das Gefühl, den werden wir noch wieder treffen. Ich habe da gerade was von Bast gehört. Ist das nicht dieser kleine Dreckslümmel gewesen, der uns mit einem Stein beworfen hat? Boah, wenn wir dem einen aufs Maul geben könnten, dann wäre das echt ein gelungener Tag. Gut, langes Gespräch endlich zu Ende. Ich würde nochmal eine kleine Pause machen, weil Con wieder kurz vom Platzen ist. Und begebe mich dann quasi hier nochmal kurz ins Menü. So 5 Minuten bin ich wieder da. Nutzt die Zeit ebenfalls. Geht aufs Klo, macht euch was zu trinken. Werde ich auch tun. Und dann sehen wir uns gleich wieder.